Ein Tropfen Benzin, ein Streichholz und eine Batterie speichern alle Energie. Aber nach Verbrauch dieser Energie ist nur die Batterie wiederverwendbar. Das liegt daran, dass sich eine leere Batterie chemisch gesehen gar nicht so sehr von einer vollen unterscheidet. Die meisten Batterien, die wir verwenden, nutzen die Tatsache, dass manche Metalle gerne Elektronen abgeben und andere sie gerne aufnehmen. In einer typischen Alkali-Doppel-A-Batterie reagiert Zinkmetall beispielsweise mit Hydroxidionen, wird zu Zinkoxid und setzt am Minuspol Elektronen frei. Die Elektronen wandern zum Beispiel durch eine Glühbirne und kehren dann am Pluspol zur Batterie zurück, wo sie von Mangandioxid aufgenommen werden. Verschiedene Batterien nutzen verschiedene Kombinationen von Metall und manchmal Nichtmetall, wie Graphit. Die Grundidee ist aber, zwei chemische Reaktionen zu nutzen, um einen Elektronenstrom zu erzeugen. Fast alle Batterien, auch Einwegbatterien, sind theoretisch wieder aufladbar. Das liegt daran, dass die Metalle und Chemikalien immer noch da sind. Das ist ganz anders als beispielsweise bei Benzin, wo die flüssigen Kohlenwasserstoffmoleküle in Gase umgewandelt werden. Man kann Abgase nicht wieder in Benzin umwandeln, aber mit ein bisschen Arbeit kann man Zinkoxid wieder in Zink umwandeln. Worin genau besteht also der Unterschied zwischen diesen und diesen hier? Die kurze Antwort ist, dass der Versuch, eine Einwegbatterie aufzuladen, nicht nur dazu führt, dass diese Reaktionen umgekehrt ablaufen, er führt auch zu einer Reihe von Nebenreaktionen, die nutzlose Verunreinigungen erzeugen und die Kapazität der Batterie verringern. Man kann sogar die Struktur der Batterie beschädigen, was zum Verlust des elektrischen Kontakts und zum Ausfall führen kann. Wiederaufladbare Batterien wurden entwickelt, um die Probleme zu vermeiden. Schau dir diesen Lithium-Ionen-Akku an. Beide Seiten haben auf atomare Ebene eine Struktur, die man sich wie viele Docks vorstellen kann. Wenn die Batterie etwas antreibt, geben die Lithiumschiffe Elektronen ab, um den Stromkreis zu versorgen. Dann segeln sie hinüber zur anderen Seite der Batterie, legen dort geordnet und organisiert an und treffen wieder auf ihre nun weniger energiereichen Elektronen. Wenn die Batterie geladen wird, passiert das Gegenteil. Im Laufe von Hunderten, manchmal Tausenden von Ladezyklen kommen einige der Lithium-Ionen-Schiffe irgendwie vom Kurs ab und lösen Nebenreaktionen aus. Dadurch entstehen Stoffe, die den Innenwiderstand der Batterie erhöhen, was dazu führt, dass sie an Effizienz und Leistung verliert, bis sie unweigerlich funktionsunfähig wird. Aber selbst wenn das passiert, kann man den Batterien wieder Leben einhauchen, egal ob sie wieder aufladbar sind oder nicht, indem man sie recycelt. Das Herzstück des Batterie-Recyclings ist ein Prozess, der Verhüttung genannt wird und bei dem die Metallteile geschmolzen werden. So werden Verunreinigungen entfernt und Metalle werden wieder in ihren geordneten Zustand zurückversetzt. Leider kann man Haushaltsbatterien in vielen Ländern nicht einfach mit dem regulären Recycling entsorgen. Sie müssen zu einer Sammelstelle oder einem Recyclinghof gebracht werden. Das gleiche gilt für kompliziertere, wiederaufladbare Batterien. Man muss sie zu einer Sammelstelle bringen oder an den Hersteller zurückschicken. Das ist nervig, aber die Zeit und Mühe auf jeden Fall wert, da das Recycling von Batterien entscheidend ist. Es verhindert nicht nur, dass potenziell giftige Batteriemetalle in die Umwelt gelangen, sondern schont auch knappe und unverzichtbare Ressourcen. Die Erde hat etwa 22 Millionen Tonnen Lithium, genug für ungefähr 2,5 Milliarden Elektrofahrzeuge. Das klingt nach viel, ist aber nur 25% mehr als die Anzahl der Elektrofahrzeuge, die wir Experten zufolge brauchen, um 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Und das schließt noch nicht einmal Laptops, Handys und andere Produkte ein, die Lithium-Ionen-Batterien nutzen. Derzeit wird Recycling bei der Herstellung der meisten Lithium-Ionen-Batterien jedoch nicht mitgedacht. Die Designs sind kompliziert und ungewöhnlich. Einzelteile werden durch nahezu unzerstörbare Klebstoffe zusammengehalten. So werden heute weniger als 5% der Lithium-Ionen-Batterien recycelt. Vorschriften, die definieren, wer für eine alte Batterie verantwortlich ist und was mit ihr geschehen soll, können das Recycling erheblich fördern. Bleibatterien unterliegen zum Beispiel strengen Vorschriften und werden viel häufiger recycelt als Lithium-Ionen-Batterien. Im Laufe des nächsten Jahrhunderts werden wir eine Menge Elektroautobatterien recyceln müssen, weshalb Wissenschaftler daran arbeiten, den Recyclingprozess billiger und umweltfreundlicher zu gestalten. Die Verhüttung verbraucht viel Energie und kann je nach Batterietyp schädliche Nebenprodukte freisetzen. Neben Gesetzen, industriellen Prozessen und unseren individuellen Entscheidungen wird sich auch die Technologie weiterentwickeln. Derzeit werden Machbarkeitsstudien für Batterien durchgeführt, die physische Kraft, Umgebungsgeräusche und sogar Urin in Elektrizität umwandeln können. Wenn du nun vorhast, dein kleines Geschäft zur Nummer 1 im Energiegeschäft zu machen, steht dir, so leid es mir tut, allerdings eine lange Pinkelpause bevor.
Wir haben die Werkzeuge und das Wissen, um die Welt zu retten. Aber was kommt als nächstes? Unter ed.ted.com/earthschool findest du eine Roadmap, der du folgen kannst und konkrete Maßnahmen, mit denen du etwas bewirken kannst.